Wir sind auf dem Weg ins Medienstudio. Das ist eine Einrichtung am Institut der Theater-, Film- und Medienwissenschaft. Und wir schauen jetzt rein und sprechen mit dem Leiter, Dr. Mörth. Also konkret geht es hier um ein Medienstudio an der Universität Wien, speziell am Institut für Theater-, Film- und Medienwissenschaft. Das bedeutet, Studentinnen und Studenten unseres Faches können hier arbeiten. Die lernen mal mit Drehbüchern umzugehen, welche Vorbereitungsarbeit ist nötig, um überhaupt einen Film zu erzeugen. In weiterer Folge mit Kameratechnik, digitale Kameras wohl, und dann in weiterer Folge, wie man dieses Material elektronisch weiterverarbeitet im Rahmen einer Postproduktion. Wir haben jetzt insgesamt einen großen Schnittplatz, zwei Vorsichtplätze, wo jeweils eine Person sitzen kann, und neuerdings gibt es einen Trickfilmplatz, wo zwei Personen bequem sitzen können. Vielleicht jetzt anhand der letzten beiden Semester, was läuft hier herinnen wissenschaftlich, gibt es hier einen Vorlass eines Medienkünstlers, konkret ist es der Ferry Radax. Und sein Vorlass wird ein Teil dieses Vorlasses wird hier aufgearbeitet, das ist das Pressematerial über Ferry Radax von den Anfängen bis zur Gegenwart. Und Studentinnen und Studenten haben die Aufgabe, dieses Material zu digitalisieren, entsprechend dann in Maschinenschrift zu übersetzen, auf Punkt und Komma genau zu prüfen, damit es im Rahmen dieser Datenbank, die das Ziel sein soll, gefunden werden kann. Künstlerisch wäre zum Beispiel, wir bereiten jetzt einen Spielfilm vor, wir bauen einen Spielfilm nach ganz konkret. Es geht um Walter Ruttmanns Berlin-Symphonie der Großstadt 1927. Die Idee, diesen Film in der Form zu machen, die ist schon sehr, sehr lange bei mir vorhanden. Ich dachte, eine derartig große Studentengruppe zur Verfügung zu haben, ist ein grundsätzlich idealer Zustand. Und wir haben im letzten Semester bereits damit begonnen, den Film nachzubauen. Was lernen die Studentinnen? Sie lernen, einerseits mal ein Drehbuch herzustellen. Dieses Drehbuch muss natürlich entsprechend dieser Vorlage gebaut sein. Sie bekommen von mir ein vorgebautes Excel-File, wo es nach unterschiedlichen Kriterien bereits Spalten dazu gibt. Und die werden aufgefüllt mit den Inhalten, wohl dieses Ruttmann-Films, der dann auf Kaderlänge genau nachgeprüft wird. Der Film wurde von mir extra mit einem Timecode versehen. Den kann man von der Lernplattform Moodle herunterladen, sich dort ganz genau anschauen, nachmessen, einbauen in das Drehbuch. Die entsprechenden Kamerawinkel, die unterschiedlichen Parameter, aus denen ein Film gebaut wird, müssen quasi mal durchgedacht werden, müssen in diesem Drehbuch verankert werden und dann in weiterer Folge gedreht werden. Das heißt, der eine Teil ist, das Drehbuch mal nachzubauen, herzustellen als Vorlage. Die Gruppen sind dann naturgemäß bei 150 Leuten entsprechend groß, die werden kopiert. Jede Person hat dann in der Gruppe quasi dieses Drehbuch und weiß ganz genau, was zu passieren hat. Die Technik wird vom Institut zur Verfügung gestellt, teilweise natürlich die Möglichkeit besteht, auch eigene Technik zu verwenden. Die Ressourcen sind relativ knapp, so das Format nachgebaut werden kann, wird das natürlich unterstützt. Und ja, dann wird eben aufgenommen, dann werden diese Einstellungen hergestellt und hier auch in weiterer Folge im Rahmen einer Postproduktion zusammengesetzt. Die Projekte müssen auf alle Fälle immer mit dem Aspekt zu tun haben, dass man aus der Wissenschaft kommend in der Praxis etwas umzusetzen hat, was einen Schritt weiter von der Theorie in die Praxis bedeutet. Ich hätte vor, es auf ein Niveau zu heben, wo es sozusagen mit aktueller Technik arbeitet. Ja, wir arbeiten derzeit mit Technik, die ist grundsätzlich 5 Jahre alt. Das ist in dem Sektor sehr lange. Und dass die Studenten die Möglichkeit haben, mit dieser aktuellen Technik jeweils arbeiten zu können. Das setzt sozusagen voraus, dass man in gewissen Zyklen diese Technik ersetzen müsste. Mich beschäftigt konkret die Möglichkeiten des Filmes, die sozusagen den Film selbst beschreiben, die seine Möglichkeiten definieren, seine Grenzen abstecken, also sprich die Grenze vom Film zum Theater, die Grenze vom Film zum Journalismus, die Grenze vom Film zur Literatur, die Grenze, die sozusagen von anderen Formen in den Film hereinkommen, aber sozusagen das Abstecken der Eigenmöglichkeiten, des
eigenen Ausdrucks des Filmes an dieser Schnittstelle. Dort versuche ich meine Fragestellungen zu platzieren. Wir haben auf einer Metaebene experimentelles Kino überprüft mit einer Studentengruppe hierinnen. Und das war Ferry Radax, der jüngste Experimentalfilmer Österreichs, derzeit 77 Jahre alt. Und dessen Werk, also einige Teile haben wir herausgehoben, seine bekanntesten Arbeiten wie zum Beispiel Sonne halt, und haben diesen Film mal auf diese Elemente geprüft, haben einen Fragenkatalog entwickelt und haben diese Fragen an ihn gerichtet.